Jo, da sind wir wieder. Genau. So, also hier, da kann man nur Podest anklicken, aber er will das noch nicht. Ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer. So. Dieses Relikt muss ziemlich wichtig gewesen sein. Dann stellen wir fest, also es geht hier nicht weiter, weil wenn das nicht funktioniert, dann kann man das offensichtlich nicht machen. Genau. Und deswegen gehen wir jetzt mal... Mir ist nämlich noch was eingefallen. Und zwar bei der Karteninsel. Da haben wir doch eine Karte gesehen. Das geht mit vielen Objekten. Da kann man nicht nur eine benutzen. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal zurück zur Karteninsel. Los, Flo, renne über das Licht. Die Abkürzung hier, genau, Kartenraum. Es kann nicht sein, dass das Rätsels Lösung ist. Genau, Klappe. So. Ich mach mal wieder Foto hier, ne? Beziehungsweise müssten wir eigentlich, glaube ich, sogar noch einen übrig haben. Ich guck mal hier in meine Kamera. Nee, haben wir nicht. Okay. Gut, dann fotografieren wir hier nochmal unsere ganzen Stäbe. Purpur. Rot. Ach, das kann ja kaum erkennen hier. Wurscht, immer drauf. Orange. Genau. Grün. Achso, das war's. Das ist ein Stab mit einer Gravur. 5 geometrische Formen. So, gut, okay, dann... Guck mal. Dann versuche ich das jetzt hier mal einzustellen. Das ist das Eingabegerät für diese Kartenanzeige. Jo. So, jetzt stellen wir mal das erste ein. Also das ist der blaue Klops. Nee, Quatsch, das hier. Rhombus. Genau, das Ding allerdings in blau. Also nicht das Ding, sondern... Ding, genau. Dann haben wir hier den grünen Klops. Die grüne Pyramide. Natürlich, die sind wir gerade dran vorbei. Ja, natürlich. Und den blauen Baukubus. Ist hier schon mal abgeht. Es erscheint etwas. Eine Höhle. Und angezeigt. Was war? Wir waren schon in ziemlich vielen Höhlen. So, dann nehmen wir mal das nächste Ding. Das ist rotes Viereck. Das Ding. Rote Pyramide. Grüner Klops und rotes Viereck. Also quasi das erste Zeichen hier nochmal. Die nächste Karte erscheint. Und so, was macht uns das? Da wurde eine Höhle von innen gesehen. Noch eine Höhle. So, was haben wir hier? Blauer Borkubus. Grüner Klops. Hatten wir die nicht eben schon? Hatten wir die? Keine Ahnung. Grüne Pyramide. Also eigentlich wische ich beim Telefon in die richtige Richtung. Das sollte ich eigentlich hinkriegen. Und rotes Sechseck. Nee, das hat man noch nicht.
Ah! Jetzt ist die Gruft zu sehen. Na, mein was? Also hat es mit der Gruft doch mehr auf sich, als ich dachte. Genau, so, und jetzt haben wir noch eine Kombination. Das ist der grüne Klops. Ich glaube aber, das war das Lätselsrösung. Genau. Ein Lätselrösen! So, grüner Klops. Roter Klops. Rotes Viereck. Und grüne Pyramide. Ah ja, da ist jetzt die Spinnenhöhle zu sehen. Das wird eklig. So. Na, erstmal zurück zur Gruft. Genau, Öffnung. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Ja, genau. Lichtbrücke. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die anderen beiden Hauptcharaktere so gut wie gar keine Bedeutung haben? Ja. Die Journalistin aka Scully verschwindet einfach in der Bibliothek und kriegt nichts mit. Bringt Red durch und kriegt nichts mit. Und da du alles macht, bist und bleibst im Wesentlichen du. Also, ganz schön schwaches Bucherspielberg. So, ich gehe jetzt wieder zurück in die Gruft und krieg jetzt nochmal den Podest an. Wahrscheinlich kann man jetzt draufklettern. Jetzt klettert er drauf. Mhm. Und das Ding fährt runter. Sehr, 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 sehr tief runter. Aha. Und fährt dann unten auf den Boden. Also, nochmal Wink an die ganzen Leute, die da was, die das auch nach Let's Playen wollen. Ihr müsst erst im Kartenraum die Gruft sehen. Nämlich Low sieht, dass da bei der Plattform, also bei dem Podest, dass der weg ist. Damit er dann kapiert, dass er raufklettern muss. Aha. Wenigstens das müsst ihr euch angucken. So, ja, jetzt sind wir in einem großen, tiefen Raum. Und in der Mitte ist der Podest, auf dem wir raufklettern können. Dann fährt es wieder nach oben. Aber weiter geht's hier nicht, deswegen gehen wir jetzt mal nach rechts raus. Weil links ist Wand, hinten ist Wand. Nach unten scheint es wohl nicht zu gehen. Hoch. Nee, hoch nicht. Wo ist denn hier? Hä? Ich fahre jetzt hier gerade mit der Maus die Wand ab, in der Hoffnung, dass dann irgendwann mal was auftaucht. Ach, nee, das war mein Inventar. Auch das Inventar. Ach, nach links geht's. Entschuldigung. Es geht nicht nach rechts, es geht nach links. Da geht's weiter. Aha. So. Jetzt kommen wir da auch in eine Höhle, die von oben so ein bisschen beleuchtet wird. So eine Art kleinen Schüttberg. Da ist eine große Metalltür. Dreieckig mit Inschriften. Na, das. Und da liegen noch Knochen. Ach, das Rätsel. Oh Gott, ja. Da hängt immer noch ein bisschen Fleisch an den Knochen. Mhm. Ja, ich erinnere mir. Mhm. Soll ich spoilern? Na, spoilern nicht, lösen und erklären. Also, man kommt nicht durch die Tür. Ja. Also, ich habe jetzt die Tür angeklickt. Ja? Es rumpelte. Es fällt ein grüner Kristall auf die Knochen. Und sofort erwacht eins von diesen Knochenhaufen zum Leben. Sieht aus wie ein fieser Hund mit Stacheln. Aha. Und fällt dann an. Oh, und plötzlich haben wir hier Wachhunde. Wo kommt der denn her? Genau, das ging so nämlich nicht. Jetzt müssten wir leuchtende Kristalle mit anderen Knochen. Und so unseren eigenen bauen. Er schmeißt einen drauf. Und der andere erwacht zum Leben. Genau, und jetzt tun die sich hoffentlich. Sieh an, die widerlichen Zwillinge. Und eigentlich brauchen wir jetzt noch irgendwo einen Knochen. Ah, nee. Ha!
Das war schon das nächste Lösung. Das ist ja doch nochmal gut gegangen. Also etwas easy. Genau, also rechts neben der Tür ist so ein kleines Loch und da fällt ein Kristall halt auf so einen Knochenhaufen, so ein grüner. Ja. Daraufhin erwacht eins von diesen Viechern halt zum Leben und bewacht sozusagen die Tür. So, links daneben ist noch ein Knochenhaufen, da fällt kein Kristall drauf. Jetzt hat Brink einen grünen Low. Kristall. Low. Was will ich mal Brink sagen? Hat Low halt einen von diesen grünen Kristallen auf den anderen Knochenhaufen geworfen? Oder wie in dem Moment? Das Ding ist auch zum Leben erwacht. Und jetzt haben die beiden sich bekabbelt. Ich habe gerade überlegt, ob man noch irgendeinen Knochen in die Mitte werfen muss, damit sie sich deswegen zoffen. Aber nein, sie haben sich so schon gezofft, dass fiel von oben ein Felsen auf beide runter und hat beide erschlagen. Convenient. Genau. So, kommen wir jetzt zur Tür. Ich bekomme sie nicht auf. Schaufel. Nee, wir haben doch immer noch diesen fünfteiligen gravierten Stab. Geht der jetzt? Das bringt nichts. Warum nicht? Okay, warte mal. Hier ist doch eine Öffnung. Aus der Öffnung ist ein Kristall gefallen und hat den Wächter wieder zum Leben erweckt. Ich bekomme sie nicht auf. Du bist dann ran. Das wird nichts bewirken. Doch, der gravierte Stab geht mit der... Doch, der Stab... Die Tür hat sich aufgelöst, als ich mit dem Stab die Öffnung berührt habe. Jo. Das ist der Stab aus dem Wrack, den uns der allererste Geist gegeben hat. Der Geist muss gewollt haben, dass wir hier unten ankommen. Gut, das brauche ich ja dann gar nicht mehr erklären. Das ist ja sehr angenehm. Das hat er quasi selber gemacht. Genau, dann gehen wir jetzt hier mal weiter durch. Und er geht über... Ah, ja, genau. Und er geht über eine Steinbrücke. Mit, natürlich mit ohne Geländer. Natürlich. Ziemlich schmal, das ist mehr als 2 Meter. Zu einer kleinen Pyramide am Ende. Also wirklich klein, die ist so 3 Meter vielleicht. Und hat einen Rufknopf. So. Maggie, ich habe etwas gefunden. Es ist tief unter der Gruft, hinter 2 ziemlich widerwärtigen Wächtern. Ein toter Außerirdischer in einer Kristallpyramide. Klingt, als hätten sie sich eine Menge Arbeit gemacht, ihn so zu verstecken. Es muss ihnen sehr wichtig gewesen sein. Ein König oder sowas. Oder es hat ihnen Angst eingejagt. Nicht vergessen, das hier ist das Land der Lebenskristalle. Ein Toter ist nicht unbedingt ein toter Toter. Vielleicht wollten sie verhindern, dass er gefunden und wiederbelebt wird. Aber der Geist wollte, dass wir hierher kommen. Den Schlüssel zur letzten Tür hat uns der allererste Geist gezeigt. Im Schiffswrack. Aber zu der Pyramide haben sie noch keinen Schlüssel, richtig? Außerdem, woher wissen sie, ob der Geist unser Freund ist? Brink ist dabei gestorben, als er an dem Ort gegraben hat, den uns der Geist gezeigt hat. Ich hasse es, nicht genügend Informationen zu haben. Ich arbeite so schnell ich kann an den Übersetzungen. Ich bin so nah dran, ich kann es fast riechen. Mach schneller, Scully. Arbeiten Sie weiter. Melden Sie sich, wenn Ihnen irgendwas Hilfreiches einfällt. Frisch, sie taugt. Immer noch nichts. So, Außerirdischer, den gucken wir uns jetzt mal an. Das sind die Überreste einer gewaltigen Kreatur. Also, die Pyramide ist eine Glaspyramide, also so ein Tetraeder, wie diese alten DDR-Milchpackung. Also sprich... Also keine Pyramide mit 4 Seiten, sondern nur mit 3. Genau, also ein Tetraeder. Ein in Summe Viereck. Genau. Und da drin liegt halt ein, ja, so Überreste von einem Außerirdischen und vorne ist nochmal eine Tafel mit 5 Gravuren. Also mit 5 so... Sieht aus wie eine Klappe. Und dann... Stab wieder anstellen? Den Stab mit der Tafel. Oh, die Pyramide verschwindet. Jetzt liegen nur noch ein paar Knochen da. Okay. Jetzt benutze ich mal eine von diesen Kristallen. Den grünen Kristall mit dem Außerirdischen. Mal sehen. Ein Video kommt, wie das Viech zum Leben erweckt. Das, was wir da als Statue dann zu Staub zerfallen haben lassen. Er ist sehr groß. Oder ich bin sehr klein. Ich wünschte, ich würde mir dabei nicht wie eine Vorspeise vorkommen. Bitte sei freundlich. Ich hoffe, du bist freundlich. Ich bin natürlich auch freundlich. Lass uns einfach Freunde sein. Laum stjadnak trestolum. Glag du sia na jeja und. Aklaschpak. Wie bitte? Ich stelle ihm mal eine Frage. Wie fühlt es sich an, nach all den Jahren mal wieder am Leben zu sein? Ich glaub's nicht, dass ich wirklich sowas Blödes gesagt habe. Radza. Das Viech hat auch ein bisschen Fell wie so eine Bergziege. Etwas Tiefgründiges sagen. Und es sind einfach nur Stachelplatten, diese 6 Dinger. Das sind keine Flügel, das sind einfach nur wie so ein, von einem Brontosaurus.
Nein, Stegosaurus. Stegosaurus, diese Platten da oben auf dem Rücken. Rückenplatten. Ich bin Boston Low. Ich habe hier noch irgendwo zwei Mitglieder meiner Crew. Wir sitzen fest und wir brauchen Hilfe. Laum Stjadnak Trestolum. So, ich glaube, das bringt nichts. Wer sind Sie? Radzor. Das bringt auch nichts. Okay, Gespräch beendet. Nun, hey, danke. Es war toll, sich mit Ihnen zu unterhalten. Bis dann. Wir sollten das öfter mal machen. Glagdusia najeja und. So, die Pyramide erscheint wieder und das Viech pennt wieder ein. Ich werde Maggie besser darüber informieren. Genau, mach das mal. Umblende, Maggie ist zu sehen. Maggie, kommen Sie, Maggie. Ja, was? Maggie, Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Boston, ich glaube, ich hab's. Ich habe die Sprache, ich kann das Zeug hier lesen. Können Sie es auch sprechen? Weil ich habe... Nehmen Sie zum Beispiel diese Inschrift. Ich bin ziemlich sicher, dabei geht's um... Maggie? Guck nach hinten. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Eine riesige Spinne kommt. Wovon haben Sie gehört? Schnappt. Was ist los? Was ist passiert? Brink! Irgendwer Hilfe! Maggie! Brink, kommen Sie! Wo Sie auch immer sind, wir brauchen Sie! Maggie ist irgendetwas zugestoßen! Verdammt! Ja. Ja. Mit diesem Cliffhanger verabschieden wir uns in den nächsten Teil. Nein, nicht ganz. Oh, schade. Ja, wir haben jetzt mal 16 Minuten aufgenommen. Da können wir noch ein bisschen was machen. Also, Maggie stand immer noch in der Bibliothek vor einem der Kristalle, die jetzt plötzlich Zeichen anzeigten, so leuchtende Zeichen. Und hat dann halt gesagt, ja, ich kann das solche lesen, nehmen Sie zum Beispiel. Und im Hintergrund sieht man dann eine dunkle, fette Spinne, die einen Arm ausfährt und sich sie schnappt. Damit war dann der Funkverkehr weg. So. So, jetzt gehen wir mal zurück zu Brink. Weil der reagiert ja nicht auf seinen Penultimate. Also bieten wir ihm mal ganz freundlich ein paar aufs Maul an. Genau. Dient ja nicht umsonst bei der Armee. So, ihn nicht umsonst wiederbelebt. Genau, raus. So, jetzt sind wir aus der Gruft raus. Pfad. Hoch zum Höhleninneren. Da, wo wir die Fledermäuse am Anfang aufgescheucht haben. Denn dahinter war Brink. Genau. Und da gehen wir jetzt zu Brink. Den sieht man sogar im Hintergrund. Na, jetzt Plattform. So, quatsch jetzt mal Brink an hier. Was machen Sie da, Lo? Ich kann Sie hier nicht gebrauchen. Maggie ist irgendetwas zugestoßen. Sie braucht unsere Hilfe. Dann helfen Sie ihr. Meine Arbeit hier ist wichtig. Hey, wenn wir bei Ihnen auch so gedacht hätten, dann wären Sie immer noch tot. Sie sind der harte Junge, Lo. Sie sind der Held. Also besorgen Sie Ihren Heldenkram und ich kümmere mich um die Wissenschaft. Mhm. Können wir die nochmal anquatschen? Glaube ich nicht. Brink! Monster. Maggie ist in Schwierigkeiten. Dann helfen Sie ihr. Hatten wir schon. Anklicken, nochmal Maggie. Maggie ist in Schwierigkeiten. Noch tut mir leid, schon. Das zu hören. Ich werde Maggie sehr vermissen. Tote Kreatur. Brink, da liegt ein toter Außerirdischer in einem kristallenen Sarkophag. In einer Kultur, die Tote auferstehen lassen kann, hatten Sie vermutlich einen guten Grund, ihn zu bestatten, statt ihn wiederzubeleben. Und jetzt lassen Sie mich allein. Die Öffnung, also der Podest, der nach unten fährt? Die Karte zeigt einen Durchgang unter dem Grab, das ich gefunden habe. Da unten befindet sich bestimmt etwas sehr Wichtiges. Und die Bibliothek. Maggie war kurz davor, mir zu erklären, was die Inschriften in der Bibliothek bedeuten. Verstehen Sie, was das bedeutet? Ja, Sie werden sich ein paar Science-Fiction-Bücher ausleihen können, um sich zu amüsieren. Sie interessieren sich wirklich für nichts anderes als für sich selbst, nicht wahr? Ich interessiere mich für etwas weitaus Wichtigeres als das erbärmliche Selbst irgendeines Menschen. So interessant hatten wir schon. So. Über fünf Ecken tun wir jetzt mal
bringt ein paar indirekt aufs Maul hauen. Das wird lustig. Mhm. So, und zwar hier haben wir nämlich noch die Fledermauskreaturen und die tun wir mal wieder anleuchten. Die Lederlappen. Also gut, Leute, dann lasst euch mal ansehen. Er leuchtet wieder wie wild durch die Gegend. Nein. Bringt Wilden her. Und bringt Grant weg. Hihi. Hihi. So, was hat denn Brink da gebastelt? Kristallhaufen. Dann nehmen wir doch mal welche. Brink kommt an. Gib! Geben Sie sie zurück! Das werde ich, Brink. Wenn Sie mir geholfen haben, Maggie zu finden. Ich werde keine Sekunde für eine dermaßen unwichtige Aufgabe verschwenden. Doch, das werden Sie, Brink. Wenn Sie die Kristalle jemals wiederhaben wollen. Sie sind ein widerwärtiger Tyrann, Lo. Typisch militärisches Gehabe. Andere Menschen herumschubsen. Genau. Also kommen Sie mit und tun Sie, was ich Ihnen sage. Ist das für Sie rational genug? So, folgt er mir jetzt. Ja, folgt er. Sehr gut. Also. Lichtbrücke. So, Gruft. Insel, genau. Die Quatsch in der Herkunft. Wir wollen zum Bibliothek. Nee, wir müssen zur Karteninsel. Genau. Weil das Nest mit der Kreatur ist nämlich bei der Karteninsel. Achso. So, genau. Kartenraum. Und dann hier unten in... irgendwo hier? Grube, genau. Kurz über dem Inventar. So, und hier kann man nämlich nach rechts. Da, wo wir schon mal waren. Wo ging das hin? Keine Ahnung. Kann man? Nee. Nee, das ging doch hier nach rechts. Ich dachte dann irgendwie hier von hier oben gekommen. Fahren wir mit der Maus wieder hier mal alles ab. Brink. Nee, okay, dann gehen wir nochmal in die Kammer. Ich könnte spüren, es ging hier nach rechts runter. Ach nee, stimmt, hier müssen wir nach links. Richtig, hier war das. Im Vorraum müssen wir nach links. Das andere Rechtsschutz. Und dann hier war das Nest, genau. So rum. Und da ist jetzt Maggie eingewebt. Maggie, sind Sie das? Geht es Ihnen gut? Wie kann es ihr gut gehen? Sie ist in dem Netz gefangen. Und unten ist das Viech, das Monster. Dieser Kerl ist groß und widerlich. Außerdem stinkt er erbärmlich. So, jetzt quatschen wir mal mit Brink. Brink. Monster. Wenn wir nicht so enden wollen wie Maggie, sollten wir dieses Ding irgendwie aus dem Weg räumen. Der offensichtliche Plan ist, dass einer von uns Maggie befreit, während der andere das Tier hier ablenkt. Vielleicht können Sie wirklich besser denken, Brink. Wollen Sie befreien oder ablenken? Ich bin die Ablenkung. Sehr gut. Brink holte seine Taschenlampe raus. Komm her, du alter gepanzerter, schleimgesichtiger, exkrethirniger, beinbepelzter Entführer hochintelligenter und doch wohlgestalter Erdenfrau. Oh. Oh, gut animiert das Viech.
hochintelligent. Doch wohl, stehen Sie da untätig herum? Ein offizielles Ich versuche zu verstehen, was Sie gerade gesagt haben. Bewegen Sie Ihren verdammten Hintern, Sie Schwachkopf! So, Low geht jetzt zur Quelle. Boston, wo gehen Sie hin? Ich bin hier. Verlassen Sie mich nicht. So, genau. Jetzt müssen wir nämlich hier zur Quelle und dann müssen wir das Wasser nämlich umleiten. Wie klingt das noch? Irgendwie Stein rum oder? Nö, einfach nur draufstellen. Genau. So, genau, jetzt können wir hier, also eigentlich muss man bloß das Gitter anklicken und dann wird das umgeleitet, das Wasser. Jetzt kommt ein bisschen Wasser am Ende durch an. Durch das Loch strömen Wassermassen nach unten. Genau, so, das hilft aber nicht viel. Also müssen wir wieder zurückgehen, weil wir müssen Maggie dazu... Mittlerweile bin ich bereit, alles auszuprobieren. Achso, jetzt schippt der Felsen um, dass das Wasser da bleibt, genau. Okay. Das ging doch runter. Jetzt müssen wir Maggie nämlich dazu bringen, dass sie irgendwas mit dem Stab da, glaube ich, macht, um das Loch zu entstopfen. Wie ist denn hier? Ja, hier Nest, genau. Da rein. Wo sind Sie gewesen? Das Monster hat mich gefangen. Wo sind Sie gewesen? Ich habe etwas Wasser vom Wasserfall umgeleitet. Ich dachte, vielleicht fließt etwas hier hinein und spült das Monster weg. Stattdessen hat sich das Monster drin geschnappt und ich hänge hier unten immer noch fest. Jetzt gehen wir etwas nach links. Was ist denn drin? Nee, hat sich wirklich geschnappt. Der steht immer noch da oben. Tja. So, jetzt klicken wir mal das Gitter an. Da unten bei Maggie ist ein Gitter. Wenn Sie das Monster dahin locken können und Maggie das Gitter öffnet, dann wird das Monster vom Wasser wie von einem Feuerlöscher getroffen. Das ist wirklich Ihr Plan? Haben Sie einen besseren? Maggie, können Sie das Gitter abziehen? Hat irgendjemand schon mal darüber nachgedacht, dass ich auch noch hier bin, wenn das Wasser wie aus einem Feuerlöscher herausgeschossen kommt? Das ist ein gutes Argument, Maggie. Halten Sie sich fest. Wie soll ich mich festhalten, wenn ich ein Gitter öffne? Dafür bekommen Sie schließlich eine Menge Kohle. Dann tun Sie es. Tun Sie es einfach. Das ist ja sowieso nur mein Leben. Hat jemand schon mal dran gedacht, dass ich auch noch hier bin, dass man so wie einfach aus einem Feuerlöscher rausgeschossen kommt? Komm schon, du übergewichtiges Skelett. Du kokonfressender, hummergesichtiger, höhlenkriechender, über Menschen herfallender Schließmuskel. Brink ist jetzt über Maggie, über bei dem Gitter und leuchtet das Viech wieder an. Das Viech kommt in einer Animation wieder zu Maggie und zu dem Gitter. Jetzt sieht man ein Video. Und Maggie versucht da, ja, greift die Verstopfung an dem Gitter. Und zart und zart und zart und zart und das Wasser kommt raus. Und spült das Viech tatsächlich weg. Mhm. Durch eine Öffnung runter und das fällt hin. Maggie, Sie haben es geschafft. Wie sieht meine Frisur aus? Sie machen sich Sorgen um Ihre... Das war ein Scherz, Boston. So einer wie ihn starke männliche Helden machen, wenn sie gerade knapp dem Tode entronnen sind. Maggie ist in Sicherheit. Ich habe unsere Abmachung eingehalten. Also geben Sie mir meine Kristalle und lassen Sie mich zurück an die Arbeit. Brink, es wird Zeit, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass... Ich sagte, geben Sie sie her! Jetzt prügeln sich die beiden. Maggie, kommen Sie nur einen Schritt näher und Sie werden sich wieder in das Netz von diesem Hummer zurückwünschen. Brink schnappt sich die Kristalle und rennt weg, nachdem er Low umgenockt hat. Mhm. Er ist völlig durchgedreht. Was jetzt? Ich habe das Gefühl, die Geister wollen, dass wir ihnen helfen. Als wären sie irgendwo gefangen und bräuchten Hilfe. Wie gefangen? Also, die Konsolen in der Bibliothek haben angedeutet, dass sie diese Welt irgendwie verlassen haben. Was, wenn sie zurückkommen wollen, aber es nicht können? Ich weiß nicht. Wie sollten wir ihnen helfen? Vorausgesetzt, sie wollen es. Und würden uns nicht fressen, wenn sie zurückkommen. Keine Ahnung. Ich interpretiere nur. So, können wir jetzt mit Maggie... Robbins. Genau, die tote Kreatur. Als wir miteinander gesprochen haben, bevor sie entführt wurden, wollte ich ihnen sagen, dass es geklappt hat.
Ich habe den Außerirdischen wieder zum Leben erweckt. War er böse? Er hat mich nicht umgebracht, wenn Sie das meinen. Er hat mit mir gesprochen, aber ich habe kein Wort verstanden. Die Öffnung? Ich hätte im Kartenraum niemals etwas herausgefunden, wenn nicht überall diese gravierten Schlüssel herumgelegen hätten. Als hätte man sie für uns dagelassen. Nur intelligente Wesen hätten herauskriegen können, wie man sie benutzt. Maggie, das ist das Netteste, was Sie mir jemals gesagt haben. Ich meinte, Wesen mit einem Intelligenzquotienten über dem eines, naja, sagen wir Pavians. Oh, jetzt machen Sie mich wirklich verlegen. Bibliothek? Sie wollten mir gerade irgendetwas Wichtiges erzählen, bevor Karl die Krabbe Sie entführt hat. Es war nur ein Beispiel von dem, was ich gelesen habe. Nichts Bestimmtes. Wichtig war, dass ich es verstehen konnte. Hä? Ich habe rausgefunden, wie Ihre Sprache funktioniert. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Sie eine außerirdische Sprache lernen konnten. Ich habe nie behauptet, ich könnte sie perfekt. Und sie wurde so entwickelt, dass Fremde sie leichter entziffern können. Okay, können wir noch mehr anklicken hier? Die Lichtbrücke? Nee, können wir nicht. Okay. Nehmen Sie einfach mit. Genau. Danke. Bitte. So, wo ging's denn jetzt hier raus? Das heißt, was sagt das Mischen? Naja, wir beendeten dieses Video auch gleich. Nach der großen Action-Szene. Wo ging das hier raus? Tür. Da ging's eigentlich nicht raus. Strand, genau, da ist nämlich nichts. Gut, machen wir im nächsten Teil weiter. Also, freut euch, es fehlt nicht mehr viel. Bis bald. Bis dann, tschüss.